Und heidi ho, meine Hübschen, herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Minecraft Live in the Woods mit Moni. Hallo. Was? Hallo. Oh, bist du leise. Und Pötsch. Moin. Bin ich leise? Weiß ich nicht, weil du halt leise bist. Das ist wahrscheinlich ein Spielfeature, der ein Niveaufilter drin hat oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist nur geraten. Ja, und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wir werden uns hier und da vielleicht mal Hilfe holen. Und ihr seht schon, die Map hier ist neu. Das heißt, die Map kennen wir noch gar nicht. Das liegt daran, dass wir jetzt hier einen Server haben, der halt Multiplayer ja, geeignet ist, wo halt mehrere Leute drauf können. Und dementsprechend eine komplett neue Welt. Schade um unsere alte, aber da wir eh noch nicht angefangen haben zu bauen, ist das gar nicht so schlimm. Und zum Start habe ich mir gedacht, kommen wir uns jetzt hier einfach mal so ein, zwei Leute dazu. Und Moni und Pötsch hat es halt erwischt. Ja. Die waren gerade halt einfach da. Filter halt. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, und deshalb machen wir hier die nächsten Folgen, ja, mal so ein bisschen als Let's Play Together. Das heißt aber nicht, dass wir hier auf die nächsten Laberfolgen, wo ich tiefgreifende philosophische Gespräche führe mit mir selbst, dass wir auf die verzichten müssen. Natürlich nicht. Lame. Bitte was? Schlag dir gleich die Scheiben, mein hier. Ja, das wir haben. Dein Zuhause. Das ist nicht mein Zuhause. Mein Zuhause würde viel stylischer und toller aussehen. Da habe ich gerade mal in 3 Minuten zusammengeklöppelt. Ja, das sieht man. Da steckt die Liebe zum Detail. Schön. Ja, jetzt regnet es natürlich noch. Lauft ihr schon weiter oder macht ihr? Ja, wir müssen erstmal darum kümmern, dass wir irgendwie was zu essen kriegen. Sonst ja, stimmt. Ein bisschen Nahrung wäre geil, ne? Stimmt. Ja, gibt es denn hier was Schönes außer Fleisch? Nee, ne? Anbauen muss man so. Ja, aber so zum Ernten jetzt schon, weißt du? So ein Pilzchen. Ich weiß nicht, wie Pilzsuppe geht gerade. Kann man Pilze essen? Nee, ja, kann man nicht. Pilzsuppe brauchst halt die Schale dafür. Ne? Okay. Also Holzschale. Schale, Schale, Schale. Okay, ja, natürlich. Also hier bei Life in the Woods ist natürlich extremes Hungerproblem. Das heißt, müssen wir euch zusehen, dass wir irgendwie was zu essen kriegen. Habt ihr mal geguckt, ob wir auf einer Insel sind? Nee, ich suche gerade nach Kohle, das wäre mal essentiell. Wegen Beleuchtung? Und für die Beleuchtung natürlich, wenn wir nachts im Klag sind. Boah, ist voll der Krater, ey. WTF. Das ist eine Höhle. Höhle, Höhle. Oh, ich habe Schweine gefunden. Oh, hier unten ist auch Kohle. Schweine sind gut. Mein Schwein! Bam, 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 bam. Ich hätte mir ein Schwert mitnehmen sollen. So, okay. Auch schon mal 2 Schnitzel. Komm her, mein Schweinchen. Komm mal zu Papa. Kann der Moni wieder später Cheeseburger draus machen? Bacon-Cheeseburger. Ja. Brauchen wir noch ein bisschen für. Boah, ich muss gleich unbedingt ein Schwert craften. Also allgemein gleich erstmal so die grundlegenden Sachen machen. So. Oh, ist das das Schwein gewesen? Es läuft panisch vor mir weg. Also ja. So, nice. Okay, jetzt habe ich 8 Fleischstücke. Gleich 10. Kann man zumindest ein bisschen was mit anfangen. Boah, dieser Regen geht mir auf den Sack. Komm her, mein Schweinchen. Komm zu Papa. Sei ein liebes Schwein. Oh Gott, nein. Da ist so, nice. Okay, jetzt sehe ich erstmal zu, dass wir uns hier die ersten Sachen holen. Im Sinne von Axt, Schaufel, Schwert und Spitzhacke, ne? Richtig. Ja. So. Ja, man muss bei Minecraft erstmal wieder richtig reinkommen, finde ich, ne? Wenn du das ewig nicht mehr gespielt hast. Ja, dann ja, ist das schon. Der Start ist immer ein bisschen knifflig. Ja, genau. Genau. So, jetzt machen wir uns hier mal ganz schnell 28 Stück. Dann 2 Stöckchen, wobei. So. Nochmal welche. Fuck, ich frecke. Bitte was? Ja, ich auch nicht. Ich habe jetzt aber Kohle gefunden. So. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie es nach Hause geht, ey. Ich habe mich schon verlaufen. Also ich das... Ich gerade, ob es sinnvoll ist, erstmal ein bisschen Nahrung zu sammeln und einfach den Tod hinzunehmen. Oder, aber das wäre ein bisschen gegen das Spiel, oder? Du meinst, dass du dann einfach so ein bisschen farmst und halt 50 Mal dabei stirbst? Ja. Bis du ausreichend Proviant hast. Genau. Richtig. Und dann irgendwann nicht mehr zu sterben. So, du weißt schon, dass du nicht Mario bist, ne? Gott, hör auf, hör zu. What the fuck?
Aber ich muss sagen, die Biome bei Life in the Woods sind schon sehr cool gemacht, ne? Die haben schon Stil. Ist, du musst beim Anbauen ja noch drauf achten, in welchem Biom du was anbaust. Echt? Ja. Ja. Ach du Kacke. Die schönen Bergbiome, da wächst nix. Oder mhm. sehr, sehr langsam. Na, muss halt alles ein bisschen größer machen. Ein bisschen größer dimensionieren. Was haben wir hier? Okay. Ich hab mich verlaufen. Oh, guck mal, Zuckerrohr. Zuckerrohr kann man immer gut anpflanzen, ne? Beziehungsweise... Ja. Bambus wäre halt super, dann hätten wir was für einen Kompost. Wie meinst du? Klär mich auf. Naja, du kannst halt Bambus, das wächst halt super schnell und ja. wird halt irre groß und das kannst du auf den Kompost hauen, dann entsteht daraus diese, ja, also Komposterde, Dünger, genau. Dann ja. kannst du halt Erde machen, dann brauchst du nämlich kein Wasser mehr, um Dinge anzubauen, sondern kannst einfach, ja, einen Block kompostierte Erde setzen. Ach, okay. Und dann dein Zeug anpflanzen, also musst du keinen Wassergraben daneben ziehen. Ich habe gerade übrigens ein sehr geiles Biom gefunden. So eine, diese XXL-Bäume, weißt du, die halt einfach groß sind, verdammt groß. Und du bist ein ganz schönes Ende weg von uns, weil ja. der Server fängt an mit Längen. Ja, ich erkunde gerade so minimal, es tut mir leid. Ich werde da ganz kurz in mir innehalten, weißt du, und... Oh, was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Potzol. So, aber ich muss jetzt unbedingt was zu futtern machen hier. Das heißt, ja, schwierig. Boah, Alter, so viel Schweine. Okay, jetzt müssen wir Tatsache uns erstmal ganz schnell einen Werkzeugtisch machen. Kommt erstmal da hin. Das wollte ich nicht wegschmeißen. Kommt das dahin, dann hier. So, zack, zack. So, dann haben wir schon mal den Spaten. Hier haben wir das Schwert. So, einmal halbieren. So, das nach da. Dann haben wir hier die Spitzhacke. Und dann die Ecke noch. Dann sollten wir hier die Axt haben. Sehr schön. Wolltest du was sagen? Echt super. Ja. Super. In der Tat. So, jetzt, warte mal, habe ich hier irgendwo Stein? Wobei, ich nehme mal ganz kurz hier die Schweine auseinander. Boah, es geht ja schnell. Zwei Schläge. Nice. Okay, liebe Schweine, es tut mir leid, ne? Normalerweise würde ich euch nicht so abschlachten. Aber wir haben ein hungriges Volk zu ernähren. Drei Leute. Ja, du weißt ja nicht, was noch kommt, ey. Irgendwann vermehren wir uns und dann sitzt du da. Nein. Da hast du gar kein Mitspracherecht, Moni. Oh Gott. Das erinnert mich irgendwie an, warte, was war denn das? 28 Weeks Later oder sowas, ne? War das das? Keine Ahnung, habe ich nie gesehen. Was? Ich glaube, das war das, ja. Ich habe eine Bienenkönigin. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Super ist das. Ich glaube, die bringt Honig und holen Honig ist nau. Der Moosstein, das ist doch nicht Zufall, oder? Habe ich schon gesehen, aber das ist zufällig. Also ist nichts drunter, glaube ich. Glaubst du mir etwa nicht? Angesichts der Tatsache, dass sie das Ding gerade aus den Armen nimmt, würde ich sagen, nein. Oh, fuck it. Ich verhungere gerade minimal. Quatsch, ich habe 3 Schweinesteaks für uns. Nice. Theoretisch wäre ja auch eins für Kraxel dabei, aber. Fuck, ich sterbe! Ich sterbe! Nein! Ach, Kacke, fick dich doch. Toll. Kraxel verhungerte. Vor allem, wenn ich mich jetzt recht entsinne, bist du doch nach uns auf den Server gekommen, aber schon zweimal gestorben. Ja, man muss halt Opfer bringen. Ne? Dafür hatte ich sogar über 30 Schweinefleisch dabei. Ja, dann hol sie mal wieder. Ja. Braucht man. Ich bin auf dem Weg. Die Frage ist, wo bin ich gestorben? Immer den Säulen in Luft folgen. Ich sehe keine. Ich bin wahrscheinlich schon zu weit gelatscht, weißt du? Aber wir können ja jetzt unten einmal den Keller ausheben, ne? Ich bin voll im Hausbau drin, ey. Ja, wir müssen halt erstmal kleinen Raum schaffen. Die grundlegenden Sachen halt, ne? Das sind die Frauen. Erstmal, weißt du, scheißegal. Noch kein Klo. Nichts zu fressen. Aber erstmal das Haus ausbauen. Das wäre doch mal eine interessante Mod, oder? Was denn? Scheiße, das ist ja auch eine Klo-Mod? Klo-Mod. Dass du regelmäßig dich entleeren musst. Dort Toilettengang wird integriert.
Patschi. Ja. Wir haben ein Problem, wir haben ja auf Sand gebaut. Was? Es ist ja sowieso also, erstmal nur. Guck mal hier rein. Oder von oben kannst du auch reingucken. Ist mir gerade leider die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe aber Stein dabei. War ich hier? Bin ich hier gestorben? Oh, dieser scheiß Regen macht's nicht schöner, ey. Was ist denn mit euch los? Ich hab mir gerade den Stein bei den Füßen weggeschmissen. Die haut mir den Boden unter den Füßen weg, ja. War das aber wirklich nicht absichtlich. Ja. Ich glaube, das war ein Anschlag. Also ich würde völlig aufpassen, Pötschi. Ja. Alter, kann man dieser scheiß Regen hier weggehen? Ich sehe überhaupt nichts. Jetzt wird es auch wieder dunkel, ne? Kann das sein? Das erinnert mich an meinen Server. Es regnet. Problem ist, ich sehe meinen Strahl, nicht meinen heiligen Strahl hier. Also da hinten ist ein Strahl. Wie viel hast du denn schon verursacht? Zwei bisher. Der in der Nähe vom Spawn, das ist der falsche. Der hat noch nichts. So. Oh, ach nee, ist Wasser. Ich wollte schon sagen, Glühwürmchen, aus nur Wassertropfen. Wir brauchen Schafe, ey. Da ist irgendwas. Ist das Lava? Oh, hallo Zombie, hi. Gute Zombies, kann niemand retten. Oh, Lava gefunden. Ah! Ah, nein! Fuck it. Ich wurde reingeschmissen von einer scheiß Spinne in die Lava. Ja. Unglaublich. 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 Das können wir hier auch wahrnehmen, genau. Unglaublich! Was macht ihr hier? Ah, Keller. Ihr seid ja sehr weit gekommen, muss man sagen. Du tauchst aber auch immer hier auf, weil du stirbst, ne? Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen, deiner Meinung nach? Finger wegrufen. Weniger sterben. Ist da was drin, was zu essen? Nicht mehr, hab ich gerade gerettet. Oh. Ich tu mal ein Hähnchen rein. So. Nein, ich bin ja eh gerade satt, ich bin ja erst gestorben, ne? Boah, dieser Regen geht mir ein bisschen auf den Sack. Ohne Witz. Ohne Witz! Oh. Habt euch da was hingesetzt? Habt ihr Steine eventuell? Sandstein zählt nicht als Stein, glaube ich, ne? Zum Craften. Nee. Nö, dann nicht. Nicht wirklich. Das ist schade. Oh oh. Ah, schwerer Scheiß Zombie. Ach komm, verpiss dich doch einfach, meine Fresse. Wer hat denn hier Zombies eingeschaltet? Renne nachts nicht draußen rum, das ist eine scheiß Idee. Ja, aber ich kann doch jetzt hier nicht rumstehen, so sinnlos. Wie ihr. Soll mal helfen hier. Ich hab nix. Kann ihr helfen? Hast du noch eine Schaufel? Nee, ich hab nix. Hallo, ich bin gestorben. Erinnerst du dich? Aber ich kann dir eine machen. Ich klaue euch jetzt einfach eure Loot und fertig. Wo ist das Problem? Sandstein und Sand. Yeah. Guck mal, da will einer rein. Ah, der schlägt euch die Tür durch. Der ist voll gemein. Hab ich einen normalen Stein? Ah, ich hab einen normalen Stein. Los, Pötsch, auf ihn! Schaufel. Yay! Yeah. Nee, durch die Scheibe ist gar nicht für dich, aber egal. Jetzt schon. Hier, Pötsch. Wie tief wollt ihr denn hier rein? Deine Spitzhacke? Ich brauche eine Spitzhacke, bitte. Spitzhacke hab ich noch. Ja, ich brauche auch eine. Hab ich auch ausgeworfen. Gib mir eine Steinspitzhacke. Pötsch, gib mir die Steinspitzhacke wieder. Verdammt. Muss die Schaufel ja, nimm, da. Gib mir. Hast du mir nicht gerade eine Schaufel gegeben? Eigentlich schon, ja. Also, ich hab eine im Inventar. Ja, warte, ich schmeiß noch eine runter. Kann ich auch mit diesen Kabel... Da liegt auf der Treppe, unten. Ja, kannst du... Was wollt ihr hier überhaupt machen, hier unten? Darf man das mal ganz kurz erfragen? Ja, du siehst Keller. Ja, wie groß das... genau, so... Ja, nicht so weit, Kraxel. Guck mal, was du jetzt gemacht hast da. Ja, was denn? Oh, das ist offen. Ja. Dann füllen wir das doch einfach wieder mit Sandstein und fertig. Wo ist denn das Problem? Nein, nicht mit Sandstein. Warum denn nicht? Weil das ein anderer Stein ist. Der Stein ist... Oh, die Tür ist offen. Ja. Wer lässt denn hier die Tür offen? Irgendwie ist ein Zombie drin. Ah! Piss ich. Meine Fresse, er tötet euch. Ich mach einfach nichts. Mich tötet niemand. Ich baue einfach weiter. Ich hab den jetzt bei euch eingesperrt. Er ist tot. Schön. So, bin wieder da. Tschün, 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 tschün. Das reicht doch, glaube ich, erstmal so. Mehr. Nein, das muss noch weg hier, das stört mich. Ja, das, aber so okay. Reicht es jetzt. Ja, so reicht das. Und was wollt ihr hier unten machen? Ich will es gar nicht wissen. Das ist jetzt unsere euer kleine, Bondage-Keller so, hier. Nein, der kommt später. Achso. So. Du
Truhe ist auch da, wunderbar. Oh, ein Trüchen. Wie war das für den, für den Keller? Gibt es ja jetzt viel mehr Möglichkeiten, ne? Mhm. Was? Stimmt denn mit euch nicht? Ist immer noch dunkel draußen. Zu viel Minecraft kommt mir noch blöde Ideen. Genau. Ja. Dass dieser Satz von dir kommt, verwundert mich in keinster Weise. Ich will noch weiter runter. Ich grab mir mein eigenes Loch. Nee, bitte nicht. Warum nicht? Guck mal, hier ist Quarzit. Ja. Boah, lass mich doch graben. So. Wo ist denn das Problem? Moni, ich brauch eine Fackel. Weißt du Gib was? Mir eine Fackel. Boah, hammer ja, geil. Hast du deine Fackel? Alter Moni, du bist so gemein. Man schlägt keine kleinen Warte. Kraxels. Sie schlagen zurück. Ja. Wow. Hab ich dir deine hingesetzt. Hammer geil. Oh, ja. Kann man eigentlich mittlerweile mit Fackeln andere Leute anzünden? Nee, ja. Ich hab's versucht. du kannst bist noch die du ein Luder, ey. Ich bin auf Erde gestoßen. Mach dir eine Angel und treib Haben ihn wir an. Schon Spinnfarben? Ja, auf, in meiner Leiche. Ich weiß mal noch in der Kiste, damit wir unten eine Doppeltruhe haben. Ja, aber ist doch schon funktional. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Und mit Zombies, das ist ja schön. Ja, das ist doch dann deswegen... Ja, egal. Du bist so tot, ich mach mal über dir zu, ne? Nein. Ich lebe noch. Hab's dir was zugemacht. Alter, hier sind voll... Hier ist ein voll der Mund... Hier ist so ein Leuchtezombie. Da ist so ein Leuchtezombie drin. Ja, der hat bestimmt eine goldene. Ja, genau, Rüstung, ne? Genau. Kraxel, freu dich, du durftest gerade dein eigenes Mausoleum ausheben. Alter, da unten ist wie heißt das hier? Kohle und so. Ja, baue ich gerade ab. Geht auch ohne Zombies hier. Und zwar ungefähr 2 Steine da drüber, war auch Kohle. Nein, da unten ist noch mehr. Hast du da echt Quarz reingeklatscht? Kann ich doch mit Hand nicht kaputt machen. Wow. Das was explodiert. Ich sterbe. Ja, mach mal frei, ich schlachte ihn jetzt kaputt da unten. Hast du ein Schwert? Nö. Ich komm nicht in den Warte, rein. Hier, nimm mein Holzschwert. Ja. Ich komm nicht ran. Oh, warte, ich versuch's rüber zu werfen. Ich wette, es fällt jetzt runter. Da. Ja! Ah, warte. Ich hab's. Okay. Und los geht's. Ich seh nix. Es ist so dunkel hier, es ist so dunkel. Du hättest dir eine Fackel mitnehmen sollen. Ja, hätte ich, hab ich aber nicht. Warum? Hast du nur eine Fackel? Was ist hier los? Nein, ich sterb wieder, Hunger Fick Games, dich oder? Doch! Warte mal, ich hol mal die eine Fackel, die ich Krax in die Hand gedrückt habe. Draußen sind noch Zombies. Boah, Alter, ganz schön viele Zombies da. WTF? Lass mich rein! Oh, fuck it! Ich hab aussehen, die offen gelassen. Ich bin dafür, wir setzen einen Counter ein, wie auf Krax gestirbt. Das wäre geil, so ein kleiner mitlaufen lässt. So ein Death-Counter, ja. So. So Krax, ich hab dir da jetzt eine Fackel direkt an den Sprungpunkt, also da, wo es abwärts geht. Das heißt, sie leuchtet nach oben. Okay. Hast du noch ein Schwert für mich? Gerade zufällig, eventuell. Müsste ich kurz machen. Warte, ja. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir dann, wie der epische Kampf zwischen Kraxel und Zombie ausgehen wird. Adios. Oh mein Gott, ja. Bis später.